Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. So, was geht bei euch ab? Ich hoffe, es geht euch gut. So, wir spielen Vladimir, meine Freunde. Guten alten Vladimir. Denn wir müssen hier auch unserem Hintergrund gerecht werden. Einige haben sich schon gefragt, ja Tobi, sag mal, hast du damals Hieroglyphie studiert oder warum, was ist, wieso? Und das hier im Hintergrund, meine Freunde, sind Vampirzähne, weil, das ist jetzt ein Live-Leak, ich selber bin auch ein Vampir. Deswegen bräune ich mich auch immer im Sommer, weil die meisten Vampire sind halt wirklich sehr blass. Und ich möchte nämlich nicht, dass die Leute kommen und so sagen, ja Tobi, bist du Vampir und so. Weil das macht den ganzen Job ein bisschen schwerer, so mit dem Blutaussaugen und so. Und deswegen möchte ich braun werden und mich quasi tarnen, dass ich so aussehe wie ihr. Aber ich bin nicht so wie ihr, aber dann sehe ich auch so, weil ihr rennt ja auch, ne? Und deswegen, ja, actually I can't versus Udyr. Ja, schön, cool. Deswegen gibt es jetzt heute den Vampir. Und ja, mit dem Skin, der ist cool. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Ereda oder so, ne? Richtig großer Ausschnitt, so ein Hexenbeschwörer aus WoW oder so. Also ein Hexen-Ereda, ne? Gut. Wir spielen gegen Twisted Fate. Twisted Fate hat Ignite dabei, das heißt, er hat Bock, mich zu töten offensichtlich. Grundsätzlich habe ich schon ewig nicht mehr gegen Twisted Fate gespielt, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen CS, Leute, ohne Witz. Wir haben Ziele für diese Runde. Für diese Runde, also CS mit Vladimir ist kacke, zum Beispiel mit seinen Autotanks. Wir wollen 90% Minions. 90, sagen wir 95, sagen wir 92%. Okay, Marker wurde auf 92 gesetzt. Und wir wollen den Vision Score von 30. Mein Vision Score ist meistens so bei 10. Deswegen Vision Score 30, 95% CDS. Klar, den Vision Score können wir festmachen. Die 95% CS. Naja, das muss man halt gucken, wie das so passt, ne? No! Ah, okay. Natürlich, klar, ab und zu werden wir ein paar Minions vielleicht verfehlen, weil ich möchte gerne Twisted Fate töten. Ich würde ihn gerne umbringen. Mach kein Auge. Na. Komm schon. Nice, perfekt. Ne? Also ich würde ihn gerne töten. Und guck mal, wir haben jetzt schon ein paar CS. Ja, wo haben wir mehr CS als er, wenn wir die... Ja, wenn wir... Kriegen wir... Komm, komm schon. Ah, Arsch, hier, jetzt gib mir dein Leben. Gib mir dein Blut. So, was ist mit ihm? Er hat Bock. Wir machen mal einen Pot rein. Könnte sein, dass er hier so eine Flash-Action macht. Muss ein bisschen Auge machen. So, der wird sich hier beide Taunties gönnen auf jeden Fall. Er pusht gerade sehr, sehr hart rein hier. Der... Oh, der Shaco. Was macht der da? Der macht... Der ist noch unten. Ja, er will natürlich jetzt, dass ich ihm da helfe. Aber gib mir jetzt sein Leben. Okay, wenn wir nicht alle CS kriegen können, weil das ist jetzt gerade das Thema leider... Dann töte ich ihn einfach. Gib mir dein Leben. Guck mal, der stirbt doch gleich. Der ist doch gleich tot. Gut, das mit den CS. Machen wir einen kleinen Cut-Over. Okay, der ist tot. Sehr gut. Kill für mich. Nehme ich an. Akzeptiere. Ich hätte natürlich auch gerne Twisted Fate getötet. Das mit den Minions ist natürlich schwierig, weil... Ja klar, er pusht jetzt uns gigamäßig halt rein hier. Wir haben nicht so... Ja, also Vladimirs Schwäche ist halt wirklich pushen, ne? Also gerade im Early Game. Ist aber okay, wir haben den Kill gemacht, wir haben gleich jetzt CS, er wird jetzt backporten. Ich würde gucken, ob wir noch fix, wir haben viele Minions, ob wir noch ein bisschen reinpushen können. So gut es halt eben geht. Und dann würde ich einfach gucken, dass ich die Scheiße aus diesem Game carry. Wäre das okay? Oder ist es ein bisschen zu viel? Komm schon, komm schon. Das reicht nicht. Doch, das reicht. Schön. Und Auto-Check. Na okay, das waren zu viele. Der Skin ist actually cool. Ich glaube, in anderen Farben wäre der auch nice. Aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Vladimir, ich weiß gar nicht, Dracula Vladimir oder sowas? So, wir kaufen uns zwei Bücher. Denn heute Abend ist Bücherabend. Vorlesung bei mir und ein Control Ward. Geil, Pock. Ne, wir wollen ja Vision Score aufbauen. Wir sind aktuell bei 0, aber das wird gleich richtig abgehen, Leute. Heute Abend Bücherabend. Ich lese vor. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeikommen. Und zwar lese ich vor aus dem Tomo del Potenziamento. Dem Potenziamento. Très bien, très bien. Und außerdem wird vorgelesen aus dem Codice del Diavolo. Oh, das sind ganz heiße Geschichten, Leute. Ganz, ganz heiße Geschichten. Da müsst ihr wirklich ein Ersatzhöschen mitbringen. Weil es könnte sein, dass es halt eine Strocke bleibt, ne? Ja, nee, mach kein Auge, nein. Wenn der jetzt... Ich war shoppen. Also wirklich, das ist ein Feld, der Teleport, das war nicht mein Bett. Ich hätte vielleicht pingen können, aber wenn er jetzt ein Auge macht, dann dann würde ich eine Anzeige erstatten tatsächlich. Gegen Unbekannt. Oder gegen Bekannt. Ja, wir können den Boy jetzt ein bisschen fighten tatsächlich. Also spätestens mit Level 6. Die Frage ist, kommen wir vor Level 6 an ihn ran? Ja, nein, vielleicht. So, wo ist Udyr? Wissen wir nicht. Wir wissen, dass die gerade meinen Jungler gekillt haben, aber mehr wissen wir nicht. Das heißt, es ist ja auch wichtig, nicht einfach Wards zu stellen, sondern am besten... Also, es gibt zwei Arten von Wards. Du kannst einen Ward darstellen, wo du weißt, dass der gegnerische Jungler nicht da ist, so ein bisschen.
Dann bist, hast du so ein bisschen Sicherheit. Zum Beispiel hier, ich glaube, Udi ist nicht unten. Ich weiß, okay, hey, ich kann hier laufen und bin fein. So. Ich bin fein. Ich bin fucking fein. Das ist so ein, nochmal so ein Absicherungswort. Na klar, wenn, ich meine, es könnte halt doch sein, dass der Jungler da ist, aber du bist, na, es könnte, die Chance, dass Udi da oben ist, ist halt deutlich höher. Und deswegen kann ich hier unten rumkrebsen. Man könnte aber halt das Wort auch darstellen, das hier gibt mir halt kein Vision Score, wo halt Accent Aigu ist, ne? Deswegen, okay, Udi ist unten, deswegen brauchen wir gar nichts platzieren. Twisted Weight ist auch Level 6, Leute. Hier, kleiner Tipp, Roaming Ward. Ganz wichtig, komm, kriegen wir den? Weil jetzt können wir sehen, wenn er mal hart durchpusht, ob er nach unten oder nach oben läuft. Das ist nicht ganz unwichtig. Wir versuchen so schnell und hart wie möglich reinzupushen und Udi macht eventuell den infernalen Drachen. Wir könnten, ja, okay, ist schon weg. Ne, das ist halt Udi leider, machst du nichts. Wir könnten, wir gehen mal Facechecken. Ein bisschen Facechecken kann man schon mal machen. Ja, okay. So, er wird jetzt nach, er wird wahrscheinlich noch Taunty holen. Aber sonst hätte ich gesagt, wird er halt nach oben erst durchjungeln. Ihn können wir töten in 80er. In 80 Sekunden töten wir ihn. Vorher komme ich halt nicht ran. Aber das ist das Gute an Wladimir. Wladimir ist ein Vampir. Nee, ist er nicht. Also, ja, also vielleicht. Keine Ahnung. Er ist ein Blutmagier. Ja, ist ja gut. Nee, das Gute an Wladimir ist halt, er scaled, er zählt zu der Familie der unendlichen Zahnpastatum. Im Late Game hat der unendlich viel Schaden. So viel Schaden, wie er Bock hat. So, wir stellen jetzt mal ein Vision Control Ward. Vision Score Ward nenne ich das. Das gibt mir jetzt Vision Score. Also wir können super viel Schaden machen. Wir können aber auch im Early Game Leute töten. Können wir. Können wir. Ich würde... Oh, wir haben ihn noch getroffen. Harsch. Mach was, komm. Passt, perfekt. Das ist, was ich meine. Ne, ich habe den Abuse... Ich habe einfach mal den Abuse-Knopf gedrückt. Ganz kurz. Der ist bei mir neben der Enter-Taste rechts. So ein bisschen. Also unter Entfernen und neben Enter. Den Abuse-Knopf drücken. Und dann... Free. Go. Abfahrt. Machen Ditte. Ich würde mich ja auch auf einem gigantonischen Stab sehen. Meint ihr, dass es sind? Nee, das machen wir. Nee, dann. Ach, Schuhe kann ich noch nicht. Ja, dann machen wir Protobelt. Ist ja gut. Machen noch ein Gondrollwort, weil ich ein guter Spieler werde jetzt. Transformation zum guten Spieler. Swa. Mein Control-Wort hat diesen Twisted Fate gesehen und mit 2 Vision Score erlangt. Ich hoffe, ihr endet nicht. Das wäre mir sehr wichtig. So, mein Control-Wort, hat's wieder was gesehen? Nee, hat's noch nicht. Leute, Udi kommt gleich, das wisst ihr hoffentlich. Ja, bitte nicht Twisted Feeden. Ich bin auch irgendwann da, weil ich habe halt keine Schuhe. Und ich bin langsam. Aber ich habe Flash. Okay, Shaco ist tot. Malphite aber auch. Das heißt, wir können vielleicht mal... Aha, die sind alle so low. Wir können ein bisschen pushen. Ein bisschen pushen. Okay, ich wäre bereit. Zugeblä. Ist laut. Pot ist schon drin. Autotech und Leidur. Ausgesaugt, ausgesaugt, ausgesaugt. Okay, das Wort will ich natürlich noch gerne haben. Mein Wort hier. Oh, es hat ihn schon wieder... Ne, wieso habe ich keinen Vision Score bekommen? Warum nicht? 2, warum nicht? Warum kein Vision Score? Wie funktioniert denn das? Ich denke immer, wenn man... Vlad keeps farming again. Leute, hä? Kann... jedes Mal, wenn Shaco stirbt, bin ich Base. Was für... Ich frag einfach mal, was für? Also, Leute. Ne, da machen wir kein Auge auf. Glaube ich. Ne, es sind immer diese Leute, die hier irgendwelche Ansprüche stellen. So, jetzt machen wir mal schnell den Protonenwelt fertig. Ja, wie sieht's aus? Vision Score 4. Woo! Bock. So. Vision Hunting nennt sich das auch. Das ist ein neuer Sport aus Amerika. Das offizielle Vision Hunting. Ja, wir können jetzt leider nichts... Wir sind 3-0, wie gut bin ich denn? Endlich mal. Ja, wir haben halt einen Weiger Botlane. Wir haben sehr viel AP-Damage. I'm huge, guys. Just farm bot. Don't fight. Weiger 0-2 bot. Ah, die werden Magieresistenz decken. Immerhin geht Shaco auf AD. Was ist hier los? Den könnten wir gleich böllern. Mit Ignite, wir könnten jetzt hier eine Böller-Compilation starten. Quasi. Wir haben... Mein Control wurde entfernt. Okay. Ich würde ihn gerne ein bisschen poken. Hier, so zum Beispiel. Zack. Das ist lecker. Wir machen nochmal so eine kleine Pokey-Pokey. So. Und jetzt denkt er, er könnte... Und dann kriegt er den. Ha. Der Damage, den er auf mich macht, ist komplett irrelevant. Okay, jetzt müssen wir kurz Auge machen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind wir tot.
Ja, okay, ja. Was hätte man da aus der Situation machen können? Ich wollte einen Re-Engage auf ihn machen, aber seine Stun-Card hätte ich poolen können. Wäre ich dann weggekommen, ist die Frage. Ich hätte meinen Pool halt gebraucht, wenn Udo auf mir steht und mich stunnen will. Dann hätte ich den Pool gemacht und hätte ich ihn geslowt noch so ein bisschen. Botlane, Twisted Fate kommt runter, Leute. Wer hat mich gekillt? Twisted oder Udo? Wer hat mein Geld eingeheimst? Lulu? Nee, hä? So, wir machen mal eben noch Magic Pen Schuhe fertig. Dann haben wir auf jeden Fall viel Power. Viel Power. Das Traurige ist, ich wollte gerade noch warden und hab mir gedacht, ja, ich ward mal hier oben so. Aber, ja, scheiße, dann... Ich dachte mir, ja, der wird schon nicht da sein. Und dann war er doch da. Kacke. Naja, das darf nicht passieren, Leute. Aber Udi ist auch ein Läufer. Er läuft halt. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist halt auch manchmal schwierig. So, Drache, eher Drache hätte ich gerne. Oh, das wird harsch, Leute. Den nehmen wir mit. Die nehmen wir... Explodieren die? Nö. Okay, wir könnten auch mal nach unten roamen. Die kann ich töten. Käse. Einmal Käse mit Cola. Würde ich bestellen. Genau so. Käse mit Cola, bitte. Läuft sie nach links oder nach rechts? Nach rechts. Ich würde sogar für einen Tower Dive gehen. Oh Gott, die geht lieb. Einmal Käse mit... Oh, scheiße, Dreck. Okay, aber hier, was ist mit dem Boy, Leute? Leute, ich hätte Bock. Einmal Käse mit Cola. Slip und Slip. Leidu. Man könnte halt alternativ zum Käse mit Cola noch Mayo bestellen. Im Mayo-Menü. Das wäre okay. Könnte man machen. So, jetzt haben wir natürlich... Ja, Brudi macht doch hier keinen Fass auf jetzt. Also wir sollten ihn nicht unterschätzen, weil sein Ignite... Er hat schon ein bisschen Damage-Items da, aber... Ich glaube, dass das schon fein ist. Die Animationen mit dem Skin sind auch ziemlich cool. So, jetzt ist seine beste Chance, mich zu töten. Wir haben keinen Pool, wir müssen kurz Auge machen. Es kann sogar sein, dass er flasht. Ich glaube nicht. Und ihm ausgesaugt. Und Protobelt. Leidur! Gute... Vladimir ist so ein Champion, ich hasse ihn und ich liebe ihn. Ich meine, wir wissen alle, dass wir ihn hassen. Jeder hasst Vladimir. Aber ich spiele ihn halt auch gerne mal ab und zu. Deswegen liebe ich ihn. Ich meine, er macht dich im Early Game kaputt und im Late Game richtig krass kaputt. Das ist Kacke. Also, das ist wie jemand, der dich friendzoned und liebt gleichzeitig. GG. Oh nein. Mama mia. Here I go again. Mama. Okay, nee, ich bin raus. Ich bin raus. Flash zu wasten ist kacke. Bitte nicht. Ich bin raus. I'm out of this. Der wird sterben. Jeder wird sterben. Ude wird sterben. Shaco wird sterben. Die Minions werden... Okay, ich bin raus. Ich brauche eigentlich noch Geld. Ach, fuck this game. Gut, ich muss warden. Vision Score 8. Ich meine, ich bin im Durchschnitt, ja. Und ich glaube, mit dem roten Ding kriegst du auch besser Score als mit dem gelben, ja. Aber ich möchte das gelbe behalten, weil ich möchte Vision aufbauen. Nicht wegnehmen. Aufbauen. Ich möchte... Na, es gibt Leute, die zerstören. Und es gibt Leute, die bauen auf. Es gibt Leute, die holzen den Hals, den Wald abholzen. Und es gibt Leute, die wolzen den Holzen den auf. So. Sliver. Wir können Twisted Fate one-shotten. Wenn wir Ignite haben. Und ja, wir wollten halt Flash eventuell. So, ein neues Control Ward. Erstmal stellen wir ein Deepest Ward. Denn Deep Wards geben locker Vision Score. Da steht es. Und dann stellen wir ein nicht so deepes Ward. Das heißt, wir sind tief drin, aber auch nicht. Sehr gut. Kann sein, dass er das jetzt wegmachen will. Kann sein, dass er auch Toplane gankt. Er hat natürlich jetzt die Möglichkeiten. Ich glaube, er sucht mein Ward gerade. Es kann aber sein... Also, oben gankt er nicht, glaube ich. Doch, okay, er geht nach oben. Hä, der geht nicht nach oben. Hä, der sagt nicht, der ist unten. Nee, doch, hä? Hä, ist der nicht nach oben gelaufen? Bin ich dumm? Bin ich paranoid? Bin ich blind? Bin ich... Was ist los? Ich bin unterwegs. Urgott ist strong, aber Urgott ist tot. Kann ich da was machen? Weiß ich nicht. Pots sind drin. Let's go, Leute. Let's go, California. Machen wir erstmal den weg hier. So, der ist weg. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hier schaffe. Weiß ich nicht gerade. Leute, ich würde einfach Pool zur Not warten. Okay, der ist weg. Habe ich den noch getroffen? Glaube ich nicht, oder? Stimmt der? Kommt der weg? Stimmt der? Kommt der weg oder stirbt er? Oder kommt der weg oder stirbt er? Oder kommt der weg oder stirbt er? Oder kommt der weg oder stirbt er? Kommt der weg oder stirbt er? Oder stirbt er? Oder kommt der weg? Der kommt, glaube ich, weg. Oder stirbt der? Der stirbt. Okay. Ja, ich bin 6-1. Ist okay. Botlane ist 3-3-3. Ist das Keilerei? Das ist auch okay. Wir sind 6-1.
Und Birdland ist 3-3 und die Toplane ist 2-4. So. Wir haben jetzt, wir gehen jetzt direkt straight into Rabadons, Leute. Das ist immer ein richtiges Festchen mit Vladimir. Ein richtiges Fest ist es. Macht der hier Augensimulator? Ich glaube schon. Muss ein bisschen aufpassen. Dass der mir nicht jetzt zu sehr. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass Ude nicht kommt. Mein Controlboard steht noch. Ich würde gerne. Ich brauche 1, 2, 5, 250 Gold brauche ich noch. Ich würde gerne zwei große, riesige Stäbe kaufen. Kann ich den haben? Ich glaube, er klaut mir den. Autsch. Okay, wir haben genug. Weil, ja. Rabadons ist halt einfach insane auf Vladimir. Solltet. Also, ich bin der Meinung. Klar, wenn ihr gegen Set oder irgendwas richtig ekliges spielt, könnt ihr Stundenglas rushen. Oder Protobelt-Stundenglas. Aber grundsätzlich, wer carryen will, geht Rabadons, Leute. Stundenglas braucht ihr nur, wenn ihr nicht selbstbewusst seid. Seid ihr selbstbewusst, dann Abfahrt. So, Botlane ist tot. Wir haben halt, ich brauche sehr früh Voidstaff, glaube ich. Magieresistenz ist hier, da. Das war's aber. Und unten der Dresch. Ein bisschen. Hält sich in Grenzen. Hält sich noch in der Grenzen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall alle Minions one-shotten. Also alle Caster. Die Nahkämpfer sind immer sehr räudig. Ich glaube, die kann man die überhaupt je one-shotten? Ich weiß es gar nicht. Okay, Drake kommt gleich. Guys, I can flash ult. Group. Ich habe flash ult ignite, das ist GG. Auf egal wen kann ich. Ich kann quasi. Ist eine Veto. Einmal lösche bitte. Einmal lösche bitte ist mein Veto. Ja, wäre okay. Hier kommt Twisted Fate allerdings gerade. Ich glaube, ich habe ihn direkt geultet. Glaube, ich enter aber gerade. Vielleicht geht's aber. Vielleicht geht's, Leute. Ich habe gleich hier. Leute. Ja, shit. Ja, war. Ja, meine Ult war auch ein bisschen. War so blind. Oh, lol, der hat das verfehlt oder er gedodged? Verfehlt er, ne? Ja. Naja, wenn wir jetzt den Drachen bekommen für das Große und Ganze, ist es fein. Hätte man ein bisschen besser spielen können, bestimmt. Bin ein bisschen deep. Hab zu früh gepoolt. So ähnlich wie bei Pooled Pork. Kennt ihr ja vielleicht, das ist dieses gepoolte Fleisch, dieses geporkte. Ja, zu früh einfach. Aber es sieht gut aus. It's fine to be say. Ja, schön. Schön. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt bisher. Vor allem neue Wörter. Also, was machen wir jetzt? Gehen wir mitlane? Ja, ich habe jetzt... Guys, passt auf, Leute. Guys, let's group. I engage, we getty. Miau, miau. So. Abfahrt, würde ich sagen. Hier, guck mal. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier Twisted Fate töten, aber davon haben wir nichts. Oh, ich muss Vision Score. Vision Score 30, Leute. Hier, zack. Davon haben wir nichts. Deswegen, wir müssen groupen, sodass wir danach was machen. Türme töten, Menschen töten, Türme töten, irgendwas töten. Oder mach kein Auge. Deswegen müssen wir jetzt groupen. Krieg ich den? Danke. Hallo? So, Leute, seid ihr ready? Wo seid ihr? Kommt ran jetzt hier auf den Meter. So, also ich könnte ihn jetzt einfach löschen, Leute. Soll ich? Aber ich brauche ein zweites Q. Einmal Q, bitte. Danke. Jetzt könnte ich ihn löschen, glaube ich. Komm, ich lösche ihn jetzt einfach mal. Lass mal Auge machen. Kommt sie? Ja, Leute, das ist... Warum? Also, ja, ich bin Fetti Spaghetti, muss man sagen. Ich bin 7-2, aber... Das ist ein Late-Game-Champ. Ich meine, sind wir schon im Late-Game? Nee, aber das hätten wir auch mit 6 machen können, so ähnlich. Das ist halt... Pff. Vor allem, meine Ult hat nicht mal geprockt und Ignite hat nicht getickt. Das heißt, der hätte noch locker 300 Schaden mehr bekommen. Ne? Also, klar, Twisted Fate ist ein Opfer. Aber ich finde es schon ein bisschen harsh. So, wir haben jetzt Rabadons. Das wird jetzt vor allem noch lustiger werden. So, eine Wave pushen wir noch rein. Ich habe mir extra den Protobelt aufgehoben. Mit Protobelt... Ne, bewahrt euch sowas für die letzte Wave auf. Haut das nicht direkt in die erste rein. Sondern hier, ne, kommt jetzt, zack. Dann machen wir so. Ne, jetzt können wir shoppen. Perfekt. Perfetto. Mein Team stirbt. Okay, mein Team fightet gerade in der Mitte. Das heißt, ich gehe jetzt nicht dämlich back. Sondern ich nutze die Zeit und push ein bisschen in den Tower.
Ich könnte jetzt auch ein bisschen einfach weggehen, aber dann gebe ich Druck weg. Muss natürlich nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Also wir, ich. Wieso habe ich den letzten Mal nicht getroffen? Weil ich glaube, wir sterben gleich. Irgendwie. Ja. Wir müssen jetzt hier weg. Apart. Ich habe Ultimate. Und ich glaube, hier kommt auch keiner außer Malphite. So, wir laufen ein Stück. Laufen ein Stück, laufen ein Stück. Ich bin auch voll grün, so. Ich bin Camouflage. Guck mal, mich sieht man gar nicht. Hä? Hä, wo bin ich? Engage er mich? Ah, besser für ihn. So, Rabadons ist da. Jetzt könnte man auf Stundenglas gehen, aber ich glaube, wir gehen auf Voidini, Leute. Voidini ist Tobidinis Zauberstab. Voidini ist immer gut. Kann man immer machen. Bastone del Vuto. Wenn ihr übrigens Bock habt heute Abend beim Bücherabend, können wir auch, ich kann euch auch vorlesen aus dem, oh, Morellen Monikom ist immer so ein bisschen harsch, aber aus dem Tomo Mejai Ruba Anime, wer auf Anime steht, der kann da auch richtig, ne? Na. So, was können wir machen? Wir brauchen den Tower hier. Na guck mal, wir haben den Botland Tower halb kaputt gemacht. Ist nicht so bad. Hier pushen wir ein bisschen rein. Zack. Ja, Damage ist fein. Damage ist fein auf jeden Fall. Damage ist sehr fein. Man könnte auch sehr fein plädieren. Wir könnten sogar auf Majors gehen jetzt. Machen wir, glaube ich. Allerdings weiß ich nicht, ob das gut ist, wenn ich da jetzt hingehe. Ich bin aber unterwegs. Ja, doch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Kann ich noch? Okay, passt. Ja, Leute, ich würde sagen, very. Mein Skillshot hat man auf Vladimir auch nicht. Also, ja, er hat. Also, wenn wir die Ultimate als Skillshot betrachten, dann müssen wir auch Master hier als Hard Champ betrachten. Also. Ne? Du kannst nicht eins sagen, ohne drei zu sagen. Ich würde sie gerne löschen, um mir zu zeigen, dass sie ein AD-Carry ist. Aber ich brauche Flash dafür, glaube ich. Ich glaube, wir machen jetzt einen Mejais, Leute. Ne? Weil ich habe ja gesagt, ich kann nicht sagen, ich lese euch vor aus Mejais und dann lese ich euch nicht vor aus Mejais. Kann ich nicht machen. So. Machen wir. Bücherabend, Bücherabend. Hey. Hey. Und dann jetzt noch den... Eigentlich müsste ich jetzt kommen. Nee, dann machen wir. Dann machen wir jetzt, wenn wir Mejais gehen, dann kaufen wir uns hier das Ding. Und zwar, Clessidra di Zunia. Trebian, Trebian. Und hier haben wir den Chronographo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Una decisione vitale. Wie viel? Das Gute ist ja auch, wir haben jetzt plus 640 HP. Einfach so. Klingt mehr als es ist, wenn man ehrlich ist, weil wir haben halt überhaupt keine Resistenzen, ne? Also, wenn wir berührt werden, explodieren wir trotzdem ziemlich schnell. Aber HP haben oder nicht haben, sage ich auch immer. So, wir könnten den Twisted Weight ein bisschen leichter machen. Er meint. Gibt da noch was? Komm, ich brauche die Stacks. Gib mir die Stacks. Gib mir die Stacks von Alabama. No! Leute, den aber, Stack. Oh, nö. Och, Leute. Den? Jetzt werde ich geultet. Langweilt mich. Proto? Ah, hab ich schon. Oh, na gut, zwei Stacks und zwei Stacks. Ja, okay, die Gegner werden gesnackt. Ich habe gar nichts gemacht, aber mittlerweile... Ich habe aber bis dahin viel gemacht, ja. Also, ich habe mein Team getragen. Bis zu einem gewissen Punkt. Und jetzt können sie eigenständig laufen. Ich finde, das ist gut. Ich plädiere auf gut. So, wir nehmen mal hier nochmal eine Wave mit. Sterben jetzt die Nahkämpfer? Nö, immer noch nicht. Ich hab Rabadons und Mejai-Stacks und die sterben nicht. Gibt's ja nicht. So, wir brauchen Vision Score. Fuck. 16. Okay, wir müssen den. Ah, bitte nicht an Dinger sterben. Wir brauchen Vision Scoring. Wir setzen. Hier, die laufen jetzt. Wir müssen gucken. Okay. Den könnte ich töten. Den töte ich jetzt. Ich habe leider kein. Ich hätte noch mal 400.000 Schaden gehabt mit der Q, aber. Hier habe ich jetzt Vision Score bekommen. 16 immer noch. Wie funktioniert das? Doch durch mal Watt gelaufen. Oder vielleicht, weil ich ihn selber gesehen habe. Das kann sein. This can be true. Muss ich das bei denen. Rein theoretisch, wenn ich hier ein Vision Watt irgendwie platziere, dann müsste ich auch richtig viel Vision Score aufbauen, oder nicht? So, Voidini ist fertig. Was ist hier für eine Phase? Ja, der Heal. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, wir sind fein. Aber wird gleich ulten, der Ball. Jetzt. Later.
Later. Later, 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 later. So, machen wir mal Voidini fertig eben. Ahem, Voidini. Voidini. Ah, nö. Ah, doch. Cool. Schön. Hatte ich nicht schon ein Buch gekauft? Ah, ne, ich hatte mir die Uhr gegönnt. Die Uhr gegönnt. Die Uhr gegönnt. Eine schöne, schöne Uhr gegönnt. Il mio bicchiere è mezzo vuoto. Ja, ich weiß nicht. Wladimir ist schon reuig. Also, was der Bruder an Schaden macht, der hatte ja damals sogar 20% mehr Scaling auf der E. Was der Brudi an Damage macht, ist wirklich harsch. Sehr harsch. Ich habe einfach mal seinen Drax ausgelöst. So, ich könnte hier irgendwas, wo, irgendwer, irgendwie, irgendwann, du vielleicht. Brauch mehr Kills. Ich glaube, Udi ist schon am Tilten, der ist schon auf Tilting Spree. Okay, das wird nicht reichen, aber ein bisschen Damage pushen dies das. Ja gut, wir haben gewonnen. Ist fein. Ist fein. Ja gut. Ja, war ein schöner Win. Wir können ja mal gucken, wie viele Punkte ich kriege. Das ist ja mein Main-Man. Ich wollte ihn jetzt übrigens umbenennen, aber ich habe noch keinen genauen Namen. Ich denke mir meinen Namen ja immer selber aus, aber ich weiß noch nicht genau, in was wir ihn umbenennen. Da muss ich gucken. Sehen wir dann. So, wir gucken mal, wie viele Punkte wir kriegen. Ich glaube, so 24. Wen honoren wir? Shaco. Wobei, er hat gesagt, ich bin blind. Also, er hat gut gespielt, aber blind bin ich nun mal nicht. Sagen wir hier, er hat sich nicht tilten lassen. Plus 23. Ist okay. Guck mal, ich habe keinen Honor bekommen, weil die alle gesagt haben, ne... Guck mal, jeder hat gesagt, nee, den Wladimir honor ich nicht, der hat mich sterben lassen. Nee, den Shaco, der hat gesagt, ich bin blind. Und dann haben einfach alle irgendjemanden gehonnert, der einfach 968 steht und gar nichts gemacht hat. Aber ist okay. So, ne, wir haben gut Damage gemacht, ist fein. Tschö. Bis dann, auf Wiedersehen.